Wer war denn selber mal bei einem Klassentreffen gewesen? Ja, von den anderen? Ja, 2, 3, 4, 5 Hände. Wer war in der Schule? Ja, ein paar Hände mehr. Das ist, wenn man sich sozusagen mit den Leuten, mit denen man früher jeden Tag Kontakt hatte, sich dann jahrelang gefreut, dass es nicht mehr so ist, und wenn man die dann plötzlich wieder sieht. Ja. Eigentlich wollte ich letzten Sonntag gar nicht zum Klassentreffen hingehen. Das Ganze war doch mittlerweile 25 Jahre her. Was hatte ich denn noch mit diesen Leuten zu schaffen? Meine ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschüler. Ich habe sowieso kaum Erinnerungen an meine Schulzeit. Und die wenigsten dieser wenigen Erinnerungen sind angenehm. Andererseits hätte mich meine Frau sonst gebeten, die Kinder ins Bett zu bringen und vorher Abendbrot zu machen und davor mit denen auf den Spielplatz zu gehen, weil sie mit ihrer Freundin ins Kino wollte. So ein Klassentreffen, das ist ja nun wirklich nicht jeden Tag, da nicht hinzugehen. Das könnte ein Fehler sein, besonders für mich als Schriftsteller. Das ist doch Rohstoff. Musst du wirklich weggehen, jammerte mein Großer. Warum musst du zu diesen Klassentreffen? René Kretschmer hat noch ein Matchbox-Auto von mir, antwortete ich. Das war einer der wenigen Namen, an die ich mich erinnern konnte. Das versprach peinlich zu werden. Ich war mit 8 Jahren in diese Klasse im Hohenschönhausener Neubaugebiet gekommen. Der Speicherplatz in meinem Gehirn muss damals schon voll gewesen sein. Ich konnte mir nicht besonders viele der Namen meiner neuen Mitschüler merken. Ich griff zu einem Kniff und versuchte mir nur die Namen der Jungs zu merken. Denn mit Mädchen spielte ich damals aus Prinzip nicht. Bei manchen wusste ich zum Abschluss der 10. Klasse noch nicht, wie sie hießen. Ich versuchte dann im Nachhinein, die Namen im Internet zu recherchieren. Ich fand eine Facebook-Seite meiner ehemaligen Schule ohne einen einzigen Eintrag. Die Internetseite stayfriends.de war mir zu unübersichtlich. Schließlich rief ich unseren alten Nachbarn an. Der war bei der Stasi. Er konnte mir helfen. Meine Mitschülerinnen hießen Beatrice, Jana, Daniela, 2-mal Bianca, 3-mal Kerstin und es gab mehrere Michaelas. Die Jungs hießen René, Mike, Frank, 2-mal Stefan, 2-mal Michael, dazu noch eine Handvoll Andreasse. Das würde für den Anfang genügen. Ich fuhr mit dem Rad zur angegebenen Adresse, einem Kaffeehaus in Weißensee. Teures Bier und guter Kaffee. Vor der Tür parkten Cabriolets. Die Kellner sahen aus wie Gastarbeiter aus Marzahn. Ein grauhaariger DJ legte Rummelrave-Versionen von Über den Wolken vom Laptop auf. Ein paar ältere Paare tanzten vor den Toilettentüren. Hier würde ich auch hinziehen, im Alter, wenn die Kinder aus dem Haus wären, hierhin nach Weißensee. Hier war noch Leben, nicht so wie in Prenzlauer Berg, wo ich jetzt wohne. Ich kettete mein Fahrrad an einen Laternenpfahl. Ich suchte sowohl die Innenräume des Cafés als auch den kleinen Biergarten nach einer Schulklasse ab. Vergeblich, dann schalt ich mich einen Toren, hatte ich doch unwillkürlich nach Jugendlichen Ausschau gehalten. Dabei war unsere Schulzeit 25 Jahre her. Jemand winkte von einer großen Tafel, an der bereits eine Handvoll Frauen und Männer saßen. Das Gesicht kam mir bekannt vor. Das schien auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Wir pochten beide mit unseren Zeigefingern auf die Luft, um zu zeigen, dass uns unsere Namen gegenseitig auf den Zungen lagen. Andreas platzte es plötzlich aus dem Anfangsvierzer heraus. Richtig, schön dich zu sehen. Stefan, half er mir. Ich setzte mich dazu. Sie hatten sich alle sozusagen überhaupt nicht verändert. Obwohl, bei manchen musste man 2-mal hingucken. Aber es war trotzdem verblüffend, wie meine Erinnerung auf einmal funktionierte. Dabei hatte ich schon seit jeher ein sehr schlechtes Gesichtergedächtnis. Aber jetzt erkannte ich alle. Ich fühlte mich wie Marcel Proust, der sich beim Verzehr eines französischen Kleingebäcks plötzlich an dessen Geschmack erinnern kann. Ich saß neben einem Mädchen, mit dem ich die gesamte Schulzeit über nicht ein einziges Wort geredet hatte. Und wir sprachen auch an diesem Abend nicht miteinander. Zum Glück hielt sich niemand lange mit Anekdoten von damals auf. Alle plauderten zwanglos darüber, was sie heute so machen, beruflich und familiär. Einer hatte eine Geschlechtsumwandlung hinter sich und eine andere auch. Ich überlegte, dass sie bloß die Namen hätten tauschen brauchen und dann das Leben des jeweils anderen hätten führen können, womit der Aufwand für 2 teure Operationen und aufwendige Hormonkuren eingespart worden wäre, wenn sie sich besser abgestimmt hätten. Aber ich wollte nicht kaltherzig dem Diktat der Ökonomie das Wort reden, wo wir gerade so gemütlich miteinander Wiedersehen feierten. Die meisten waren voll okay. Richtig hübsche Frauen waren aus den kleinen Mädchen geworden. Wie schon erwähnt, waren selbst aus manchen kleinen Jungen hübsche Frauen geworden und aus den anderen Jungen gut aussehende Männer. Und alle waren so sympathisch. Früher war mir das gar nicht so aufgefallen. Wahrscheinlich hatte die Zeit uns alle reifen lassen. Ich bekam ziemlich viele Komplimente. Ich sei kaum wiederzuerkennen, sagte eine der Michaelas.
komisches Kompliment eigentlich. Aber bei ihr war es ja auch so. Ich freute mich, dass ich doch zu diesem Klassentreffen gefahren war und schämte mich ein bisschen wegen meines anfänglichen Desinteresses. Natürlich waren nicht alle gekommen, aber die, die nicht kamen, waren mir auch nicht so wichtig. Die Lehrer fehlten auch. Sie waren nach 25 Jahren wahrscheinlich schon tot oder noch senil. Kerstin und Jens waren nach Amerika ausgewandert. Jemand hatte einen Laptop dabei und wir skypten mit ihnen. Die beiden sahen genauso aus wie damals, bloß in groß. Doch sie erkannten mich sofort. So spät war es noch gar nicht, als die Ersten sich verabschiedeten. Aber für viele war morgen Montag. Das traf auch auf mich zu. Auf dem Rückweg vom Klo, der zahnlose DJ legte Rummelrave-Versionen von Fiesta Mexicana vom Laptop auf und ein paar ältere Paare tanzten, ging ich an den Tresen, um eine Rechnung an teuren Bieren und gutem Kaffee zu bezahlen. »Wo haben Sie denn gesessen?«, fragte der Kellner mit Marzahner-Dialekt. »Bei dem Klassentreffen«, sagte ich. »Bei dem an Tisch 2 oder bei dem an Tisch 14?« Eieieiei. Tatsächlich, da hinten an Tisch 14, da saß auch eine Gruppe anfangs 40er. Die sahen alle nicht so gut aus, aber ich erkannte sie. Also jetzt wirklich, jetzt diesmal in echt erkannte ich alle. Auf dem Tisch stand so ein Pappschild, 10B, 24. US, Wunsch, war mit Filzstift draufgemalt. Sie bemerkten mich auch und drehten sich zu mir um. Ey, kick mal, der Krenzke! Ein Kotzbrocken, den ich noch als Klassenschläger kannte, stürmte mit ausgebreiteten Armen auf mich zu. Ich warf ihm den Regenschirmständer des Kaffeehauses an den Kopf und während er zu Boden ging, nahm ich die Beine in die Hand, schloss in Rekordzeit mein Fahrrad von der Laterne ab und raste nach Hause, ab nach Hause, dorthin, wo meine Frau und meine Kinder auf mich warteten. Also ich hoffe jedenfalls, dass das diesmal die richtige Wohnung, die richtige Frau und die richtigen Kinder waren.